Handbremse ziehen. Ups. Ich hasse es. Tja, so ist es. Warum habe ich hier ein Haar im Mund? Hallo, hallo, heute mal die Begrüßung aus dem Auto. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg. Wir müssen Alessandro jetzt nämlich einen neuen Schulranzen kaufen. Wir haben vorhin unseren anderen Vlog beendet. Genau, jetzt gehen wir ganz schnell da rein und ich hoffe, dass sie einen schönen Schulranzen haben. Und danach gehen wir zu meinem Patenkind. Du hoffst es auch, ne? Ja. Aber wir werden schon einen finden. Genau, der Alessandro ist nämlich jetzt ganz offiziell ein Gymnasiast. Seit heute. Es war sehr aufregend. Dazu das Video verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Das war ein sehr, sehr spannender Tag. Und jetzt müssen wir uns aber beeilen. Wie gesagt, ich muss dann noch zu meinem Patenkind. Die hat nämlich heute Geburtstag und wir müssen auch noch tanken. Ich hasse tanken. Tanken ist für mich die Höchststrafe. Ja. Wer hat das erfunden mit dem Tanken? Keine Ahnung. Ich hasse es. Also es ist nicht so, dass ich nicht tanken kann. Ne? Also ich kann schon tanken, so ist es ja nicht. Aber ich finde, es stinkt halt immer so. Egal. Okay, also auf geht's, Schulranzen kaufen für meinen Alessandro. Los! So, hoffentlich haben die jetzt hier was. Ich muss übrigens auch noch ein Geburtstagsgeschenk kaufen, eben für mein Patenkind. Ganz vergessen, euch davon zu erzählen. Also, gehen wir mal rein. So, hier haben wir im Lucky seinen Schulranzen letztes Jahr auch gekauft. So sieht es hier aus. Die Verkäuferin hat uns auch gerade schon alles erklärt. Und der Lessi muss sich jetzt nur noch entscheiden, ne? Ja. Welche Farbe er möchte und welche Größe. Das ist so ein bisschen schwierig, ne? Ja. Also wie viele Liter haben wir hier? Da hätten wir jetzt 33 Liter. Und bei dem, der ist ein bisschen kleiner, ne? Der hat 29 Liter, genau. Aber der ist teurer. Der kostet 99 Euro. 99,99 Euro und der 74,99 Euro. Schauen wir einfach mal weiter. So, wir haben jetzt drei Stück zur Auswahl. Also der Lessi hier hat sich diese drei hier ausgesucht. Und was meint ihr? Welchen wird der Alessandro nehmen? Den Blatten. Den, den oder den? Welches Team seid ihr? Ich bin Team Hellblau bzw. Grau, damit er auch gesehen wird, der Lessi. Aber der Alessandro ist Team Dunkelgrau. Also, ihr dürft jetzt mal in die Kommentare schreiben, welchen ihr nehmen würdet. Na, Lessi? Ja. Welcher gefällt dir am besten, mein Schatz? Der blau, schwarz-blau. Ja. Schreibt's mal in die Kommentare, welcher euch am besten gefällt. Und wir gehen in der Zwischenzeit das Geschenk für mein Patenkind kaufen. Yay, Spielzeugabteilung. Die Alessia wünscht sich einen Roller, beziehungsweise was von Schleich. Also ein Bauernhof von Schleich. Jetzt muss ich mal gucken, was ich ihr kaufe. Ich liebe die Spielzeugabteilung. Da ist der Lessi. Ja. Mit seinem neuen Schulranzen. Tada! Da ist er. Ja. Da sind sie, die Schleichsachen. Ja, Alessia wollte einen Bauernhof. Müssen wir mal gucken. Da ist der Bauernhof. Richtig schön, die Sachen, ne? Aber auch echt teuer. 69,99 kostet das. Das kostet 99,99. Und der Bauernhof auch 99,99. Müssen wir mal gucken, was wir da jetzt mitnehmen für die Alessia. Ja. Damit sie was Schönes für ihren Geburtstag hat. Ne? Bist du zufrieden? Ja. Schon teuer, ne? Ja. Habe ich aber auch gebraucht. So, alles erledigt. Da ist das Geschenk für mein Patenkind. Wie ein Baby trage ich das jetzt. Und da ist der Lessi. Ja. Mit seinem neuen Schulranzen. Da ist er. 99,99 Euro. Da weiß die Mama, wofür sie arbeiten geht, würde ich mal sagen, ne? Aber Hauptsache, der Lessi ist zufrieden. Magst du noch mal zeigen? Ja. Okay. So sieht er jetzt aus. Lessi ist ein neuer Schulranzen. Vielleicht haben sich jetzt einige gefragt, warum der Lessi nicht direkt zu seinem ersten Schultag schon den neuen Schulranzen hatte. Wir haben eigentlich erst gedacht, dass der Lessi noch seinen Schulranzen von der Grundschule verwendet. Das hat nämlich der Moritz und der Max auch so gemacht. Aber der Lessi hat sich das jetzt so gewünscht und das ist auch völlig in Ordnung so. Das passt schon. Okay, also auf geht's zu meinem Patenkind. Ich freue mich schon auf die Alessia. Tanken. Ich hasse tanken. Ich hasse es. Oh, Handbremse ziehen. Ups. Ich hasse es. Warum steht hier keiner und tankt für mich? Was soll der Scheiß? In Italien ist das so. Okay, wir sind ja nicht in Italien. Tja, so ist es. Warum habe ich hier einen Haar im Mund? Ja, so.
aus. Die sehen da aus. Das ist schon knackig. Ja, ich weiß, nach Bodefahrt die Hütte gleich echt gehabt. Geschenke, Geschenke, Geschenke! Tada! Erst das Kleine. Machen wir erst das Kleine auf? Ja. Bin ich mal gespannt, ob dir das gefällt. Oh, schön. Gefällt's dir? Mama. Oui. Zeig mal die Kamera, Schatz. Tada! Guck mal, das hat hier hinten auch eine Schleife. Wollte ich dir noch zeigen. Dann die Fehler zu schenken, wenn ich hast eine Schleife hier hinten. Süß, oder? Ja. Ja. So, und jetzt das große Geschenk. Mama. Wow. Und, freust du dich? Ja. Ja, Sprache, die Klone haben. Kann man ja sonst nichts anderes sagen zu der Tia, oder? Ja. Manche Blut. Guten Morgen, da ist die Bella. Neuer Tag, neues Glück, je nachdem, wie man es nimmt. Ich komme gerade vom Arzt. Leute, ich wusste gar nicht, dass das so weh tut. Ich habe eine Tetanus-Spritze bekommen. Wartet mal, ich ziehe mal eben meine Jacke auf. Moment. So, schaut, da ist das Pflaster. Alle 10 Jahre soll man ja seine Tetanus auffrischen. Es hat so weh getan. Okay, Heidi. Genug rumgejammert, du hast 4 Kinder bekommen, beruhig dich wieder. Okay, alles gut. So, also ich mache jetzt meinen Haushalt. Hier drüben habe ich nämlich noch einen ganzen Korb Wäsche, den ich aufhängen muss, beziehungsweise die andere Wäsche, die ich abhängen muss. Aber ich werde jetzt davor noch ein wenig Online-Shopping betreiben. Ich wollte nämlich bei uns im Ort, bei Ernstings Family, was kaufen. Und was stand an der Tür? Geschlossen wegen Renovierungsarbeiten. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Jetzt haben wir ja hier im Ort sowieso schon so wenige Geschäfte und ja, okay, Pech gehabt. Also gut, deshalb shoppe ich jetzt online und zwar bei iGral. Die Seite, die hatte ich euch schon mal vorgestellt und zwar könnt ihr dort Geld sparen mit einer Cashback-Version. Das heißt, wenn ihr dort Geld ausgebt in einem Online-Shop, es gibt über 1500 Online-Shops, bekommt ihr einen Prozentteil wieder zurück, also Cashback. Das hatte ich euch schon mal vorgestellt. Ich finde es richtig toll. Ich mache das öfters mal, wenn ich eben schnell was brauche und hier nicht weit wegfahren kann. Ihr wisst, wie gesagt, wir haben wenig Geschäfte hier im Ort und deshalb bestelle ich dann bei iGral. Ich zeige euch das Ganze jetzt noch und dann kochen wir zusammen. Ich hatte nämlich heute Morgen eine richtig coole Idee, was ich machen könnte. Im Moment fehlen mir so ein bisschen die Inspirationen, aber da hatte ich echt irgendwie wie so einen Geistesblitz und dachte mir, hey, das probierst du aus. Ich hoffe, dass es was schmeckt. Ich nehme euch dazu mit und ich freue mich auch riesig, dass ich bald die HelloFresh Box testen darf, weil ich schon so viel davon gehört habe und mir irgendwie gedacht habe, ja, okay, es wird mal Zeit für neue Rezepte und dazu nehme ich euch dann bestimmt auch mit. Aber wie gesagt, jetzt betreiben wir erstmal Online-Shopping. Da ist mein Laptop schon bereit. Und ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal und mache mir jetzt aber erstmal die Haare auf, weil die echt schrecklich aussehen. Da, 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 da. Los geht's, Online-Shopping. So, das ist jetzt also die iGral-Seite. Ich bin jetzt ganz normal hier drauf gegangen. Hier erscheint dann schon mein Account. Hier habe ich jetzt 27,85 Euro schon angesammelt. Ich habe mir allerdings auch schon mehrmals was auszahlen lassen, denn ab 20 Euro bekommt man das Ganze entweder per PayPal oder per Überweisung ausbezahlt. Also das ist total einfach. Und hier sind zum Beispiel auch meine Lieblingsshops. Die könnt ihr euch ganz einfach hinzufügen. Und hier seht ihr jetzt mal ganz kurz im Überblick die ganzen Shops. Also alle werde ich jetzt hier nicht reinbekommen, denn es sind rund 1500, wie gesagt. Aber es dürften euch einige bekannt davon sein. Und ihr seht dann eben auch sofort, wie viel Prozent ihr bekommt. Hier zum Beispiel bei Nike, wenn ihr auf Cashback sichern geht, dann könnt ihr entweder kurz warten, dann werdet ihr weitergeleitet oder ihr geht eben weiter zum Shop und dann könnt ihr anfangen zu shoppen. So, ich bin jetzt nochmal ganz kurz zurückgegangen, weil ich euch noch meinen Cashback-Melder zeigen wollte und zwar ist der hier oben. Das ist ganz, ganz einfach und zwar ist es ein Plugin, welches ihr euch am Browser hinzufügt. Das ist wirklich super einfach, also das habe sogar ich hinbekommen. Und wenn man dann nämlich auf der Startseite von einem Partnershop ist, von iGral, dann wird einem das sofort angezeigt, welchen Cashback-Betrag man dann bekommen würde. Also es wird einem dann sofort gemeldet. Man müsste dann auch nicht wieder zurückgehen zu iGral oder extra auf iGral, sondern kann direkt dort bestellen und dafür braucht ihr aber wie gesagt
diesen Cashback-Melder. Liebt es einfach, natürlich, wer liebt es nicht, Geld zu sparen? Ich habe auch 10 Euro heute für euch als Guthaben schon sofort anstatt 5 Euro. Da müsstet ihr einfach mal in der Infobox auf meinen Link gehen und euch dann eben bei iGral anmelden. Es gibt auch eine App fürs Handy, aber ihr müsst euch erst über den Browser quasi anmelden, euch die 10 Euro sichern und dann könnt ihr euch die App aufs Handy laden und könnt dann auch unterwegs schön fleißig shoppen. Wie gesagt, heute 10 Euro, wenn ihr über meinen Link euch bei iGral anmeldet. Und ich shoppe jetzt hier mal am besten und zeige euch dann, was es geworden ist. So, ich habe mir jetzt auch noch ein paar Sachen bei Stradivarius bestellt. Diese drei, das ist der Betrag und wir gehen jetzt auf kostenpflichtig bestellen. So, ich habe meine Bestellung jetzt abgeschickt. Bei Ansings Family habe ich im Lessandro jetzt noch Socken bestellt. Und ihr vergesst bitte nicht, dass ihr, wie gesagt, die 10 Euro Startguthaben von mir bekommt, wenn ihr euch über meinen Link, der in der Infobox ist, anmeldet. Erst in den Browser rein anmelden und dann könnt ihr euch die App runterladen und dann habt ihr gleich 10 Euro gut. Und jetzt wünsche ich euch mal viel Spaß beim Shoppen. Und ich hänge jetzt meine Wäsche auf. Da drüben ist sie. Ich habe sie euch ja schon gezeigt. Und dann gehen wir gemeinsam in die Küche zum Kochen. Yay, ich freue mich schon. Aber wie gesagt, jetzt ist erst einmal ein bisschen Hausarbeit dran. Yay, Begeisterung. Heute wollte ich mal ein bisschen experimentieren, mal schauen, was dabei rauskommt. Ich habe jetzt frische Champignons, Bio, Blattspinat, Schafskäse, Zwiebel, Ostropea, eine rote. Eine Avocado, Rotkraut, hier habe ich Hähnchenbrustfilet, die nicht vegetarische Variante. Und hier habe ich diese Wraps und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal, was dabei rauskommt. Ich habe so eine bestimmte Vorstellung. Ich denke, rein von den Zutaten her müsste es eigentlich ganz gut passen. Ich experimentiere eben sehr gerne rum. Aber das wisst ihr ja. Ich habe jetzt alles klein geschnitten, die rote Zwiebel, dann Avocado, Rotkraut, Baby-Bio-Blattspinat habe ich gewaschen und hier ist der Schafskäse. Hier habe ich jetzt noch meine Champignons mit den Zwiebeln und hier sind die Tortilla-Wraps, die kommen kurz in den Backofen, 2 Minuten und dann befülle ich das Ganze. Ich habe jetzt hier noch eine scharfe Salsa-Soße dazu gemacht und die Tomaten hatte ich vergessen. Das habe ich jetzt aus dem Ofen und das Ganze wird jetzt belegt. So, ich habe das jetzt aus dem Ofen. Und jetzt belege ich das Ganze. Und da könnt ihr natürlich eure Fantasie freien Lauf lassen. Wie gesagt, bin echt gespannt, wie das jetzt schmeckt. Das mache ich nämlich heute zum ersten Mal. Ihr könnt natürlich Zutaten nehmen, die euch schmecken. Ist ja klar. Ihr könnt noch anderes hinzufügen oder manche Dinge weglassen. Wenn euch jetzt hier irgendwas nicht schmeckt, was ich euch gezeigt habe. Und das ist ja jetzt hier die vegetarische Variante. Und der Max bekommt dann Hähnchenbrustfilet dazu. So, mal schauen, ob ich das jetzt hinbekomme. Jawohl, sieht gut aus. So, und das ist jetzt der fertige Wrap. Wir lassen es uns jetzt schmecken. So Leute, das war so, so lecker. Ich bin im absoluten Fresskoma. Kennt ihr das, wenn ihr einfach nicht aufhören könnt zu essen, obwohl ihr satt seid, weil es einfach so lecker ist? Also mir hat es richtig gut geschmeckt und meinem Mann auch. Die Tür lasse ich hier lieber mal zu, denn es sieht aus, als hätte eine kleine Bombe eingeschlagen. Das muss ich jetzt noch sauber machen. Ich wollte mich jetzt aber von euch verabschieden und euch ja einen schönen Tag oder Abend wünschen. Ich hoffe, dass euch meine kleinen Eindrücke wieder gefallen haben. Zu meinem Patenkind wird es bald auch noch ein Video geben. Die Alessia, die hat sich sehr gefreut über ihr Geschenk. Leider war ja unsere Alessia sehr, sehr schwer krank. Und das war sehr, sehr schlimm für uns alle natürlich. Und wir haben bald eine Überraschung für die Klinik, in der sie sehr, sehr lange war. Und dazu nehme ich euch dann mit. Und ich bekomme gerade schon wieder voll die Gänsehaut. Deshalb verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle von euch. Habt alle einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.